Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Genau, den nehme ich mal kurz. Danke. Darf ich vorstellen, wir sind der letzte Meilenstein kurz vor Ihrem wohlverdienten Wochenende. Wir möchten Sie in den nächsten 20 Minuten ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen. Es ist mehr ein Erfahrungsbericht als letzten Endes, so ist es zu tun. Insofern die Reise, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen möchten, ist einfach etwas, was unsere beiden Seiten da bewegt hat. Hierfür möchten wir haben uns heute sehr viel angehört. Wir haben gehört Coaching-Kette, wir haben uns Zielentfaltung angehört, Tagesplanung. Das sind ganz viele Begriffe, wo die Erfahreneren unter Ihnen schon wissen, das sind alles Sachen, die uns auf dem Weg irgendwie vorkommen. Und was wir vorhaben heute in unseren 20 Minuten ist, wir möchten eine kleine Klammer darum bilden und versuchen im ersten Schritt, Sie vielleicht nochmal abzuholen, der typische Start mit den Cutter-Aktivitäten über die Ausweitung innerhalb eines Unternehmens oder eines Werkes bis hin der Verankerung der Cutter in Form eines Management-Systems. Und hierfür vielleicht... Oh, gibt es mit dem? Danke. So, probieren wir es mit dem. Der funktioniert. Super. Ja, ich weiß nicht, wie Sie zur Cutter gekommen sind. Vielleicht mal eine kurze Frage. Wer von Ihnen hat vorher mit Lean-Aktivitäten gestartet im Unternehmen? Okay. Jetzt mal grob geschätzt bestimmt 75%. Das, was ich mitbekomme, ist, dass typischerweise der Weg ist, dass wir mit dem Fokus reingehen, dass wir Prozesse verbessern, wir gehen rein, wir optimieren die Montagelinie, die Logistik, wir führen Milkruns ein und so weiter. Und schon beim Einstieg in die administrativen Bereiche fällt uns das ganze Thema schwer. Letzten Endes, denke ich, haben Sie alle mitbekommen, gerade im Anschluss an diese Workshops, was passiert an der Stelle? Leistung bricht ein und vor allem das, was ja eigentlich im KVB verankert sein sollte, das eigentliche Treiben durch die Führungskräfte, das bleibt irgendwo aus. An der Stelle ist es in der Regel so, dass die Kunden dann zu uns kommen und sagen, hey Marco, was können wir da machen? Die Cutter, universelle Handlungsroutine für das Management, wir haben es heute gehört, egal ob im Sport, in der Administration etc., das funktioniert überall. Wie können wir denn bei uns starten? In der Regel ist ein klassischer Start, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber entweder startet man über das Kreuzcoaching, über das Rotationsmodell oder auch über die Arbeit im Expeditionsteam. Das ist das, was Alina gerade auch erzählt hat, diese motivierte Vorabtruppe, die im Prinzip das Eis brechen soll. Und was man immer schön merkt, auch da in dem Vorabteam ist es natürlich nicht so, dass das alles rund läuft. Die haben Probleme dabei, fängt an bei Begrifflichkeiten, die Umsetzungshürde irgendwo zu überschreiten, bis hin zu, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das wirklich eine gelebte Routine tagtäglich ist. Und wenn man das aber diese ersten Startschwierigkeiten nimmt, dann ist es relativ schnell so, dass sich so ein gewisses Leuchten in den Augen bei den Leuten einschleicht. Und die haben die ersten Erfolgsstories zu erzählen, die innerhalb dieser Vorabgruppe entwickelt sich eine gemeinsame Kultur und das macht den Leuten richtig viel Spaß. Und wenn es dann jetzt so ist, dass innerhalb dieses Teams diese Motivation aufkommt und man es ein bisschen so steuert, dass die Werksleitung, der Vorstand oder die Geschäftsführung damit in Kontakt kommt, regelmäßig und auf einmal merken, hey, da läuft irgendwas anders. Das ist nicht so eine Einmalfliege, wie wir es in den Workshops immer hatten. Da ist wirklich was dahinter. Und die Leute, die sprudeln wirklich für das Thema. Dieser Blick bei denen, der ist ganz anders. Da ist irgendwie was wir bisher noch nicht kannten. Und das ist wirklich ein schöner Augenblick. Und dann stellt sich natürlich die Geschäftsführung die Frage, wie können wir letzten Endes eine ganze Armee von diesen Verbesserern und erfolgreichen Coaches ausbilden, die wir in allen Unternehmensbereichen haben. Und an der Stelle gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und eine von denen drei möchte ich Ihnen vorstellen, aber vorher noch mal ganz kurz auf das zu sprechen kommen, was wir heute schon mehrfach gehört haben, nämlich diese Universalität der Cutter und dass es unterschiedliche Cutters gibt im Management für die Zielableitung, fürs Verbessern von Prozessen und das egal in welchem Bereich wir sind. Und das ist letzten Endes ja die eine wesentliche Stärke, die wir mit der Cutter verbinden können. Schauen wir uns dafür vielleicht im ersten Schritt mal die Ausweitung innerhalb eines solchen Bereiches an. Im Expeditionsteam, das ist in der Regel hierarchieebenen übergreifend zusammengestellt, zum Beispiel ein Bereichsleiter mit ein paar seiner Leute in dem Bereich, 10, 12 Leute, und die trainieren ganz hart, die Verbesserungskarte anzuwenden an realen Prozessen, wie coache ich. Und wenn man dieses gemeinsame Bild aufgebaut hat, ist es relativ leicht möglich, in diesem Expeditionsteam die Rollen entsprechend der Hierarchie in die Coaching-Kaskade zu überführen.
Also sprich, der Teamleiter, der seine Prozesse verbessert, der Gruppenleiter, der den Teamleiter dabei coacht und der Abteilungs- oder Bereichsleiter, der diesen Gruppenleiter dabei coacht. Und das ist ein ganz klares Bild. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten in diesem Bereich ausweiten, ist es natürlich jetzt gut möglich, in dieser Kaskade, in diesem einen Bereich, neue Personen dazuzunehmen und die mit erfahrenen Personen zusammen in Zweierteams zu setzen, die von erfahrenen Coaches gecoacht werden. Und das natürlich an Zielen, wo in dem Bereich der Schuh drückt, wo wir wirklich was bewegen können. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere, wir kommen aus den Lean-Aktivitäten. Wir kennen alles Thema Zielableitung, Wertstromdesign. Was in der Regel da passiert ist, ja, dass wir eine Masse an Verbesserungsprojekten da am Ende stehen haben und nur ein paar begrenzte Ressourcen. So, jetzt wissen wir alle, Verbesserungskapazität soll aufgebaut werden. Aber was wäre, wenn wir jetzt die Lean-Aktivitäten, also die typischen Workshops mit den Kata-Aktivitäten, also das heißt durch die Führungskräfte getrieben, verbinden? Und wenn wir da an der Stelle die mal eine einfache Unterscheidung machen, nämlich die Projekte, die Schnittstellen übergreifend sind, also die sogenannten Systemverbesserungen und auf der anderen Seite die klassischen Prozessverbesserungen wie Rüstzeitreduzierung, Zykluszeitreduzierung etc., kann man anhand dieser Gabelung an der Stelle schnell sagen, das eine machen wir über Workshops und die anderen treiben wir über die Führungskaskade mit Kata-Projekten. Und dann sind die Kata-Aktivitäten in einen ganz anderen Fokus eingebettet und es entsteht automatisch eine Verbindung zwischen beiden. Die dritte Möglichkeit an der Stelle besteht darin, wenn Sie jetzt gemerkt haben, nach den ersten Startversuchen, Expeditionsteam, vielleicht ein zweites Team, was genau dieses gleiche Feuer in den Augen entfacht hat, zu sagen, das ist was für unser ganzes Unternehmen und das, egal ob wir jetzt im Einkauf oder sonst wo sind, wir wollen, dass überall entsprechend der Rolle, also Verbesserer, Coach und Coach gehandelt wird, dementsprechend wirklich zusammen mit HR ein übergreifendes Führungskräfteentwicklungsprogramm aufzubauen, wo man gezielt für die Verbesserung Coaches sagt, wie arbeiten wir mit der Frageroutine, was steckt dahinter, wie leiten wir richtige Ziele ab, sodass die auch befähigt werden, in ihre Rolle im Arbeitsalltag reinzukommen und überhaupt erstmal das Grundrüstzeug dafür haben. Wichtig an der Stelle, das darf auf gar keinen Fall bei Trainings im Klassenraum bleiben, sondern das eigentliche Lernen findet immer am realen Prozess statt. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Ansonsten funktioniert auch das Lernen in den Trainings nicht. Dann ist das ein Wissensüberload und den können die gar nicht verarbeiten. Ja. Schönen guten Tag. Ich stehe hier als Kata-Trainer der Firma Gera und da Gera sich für den Weg 3, das Führungskräfteentwicklungsprogramm, entschieden hat, stehe ich hier tatsächlich als Personalentwickler. Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen, was hat man heute Morgen gesagt, ein bisschen fremd, komisch, falsch an. Aber man kann sich dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob man sich dran gewöhnen kann, Personaler zu sein, das weiß ich noch nicht genau. Aber dieses Gefühl zu wertzuschätzen und zu sagen, das ist durchaus was ganz Schönes. Das kann man lernen. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, wie es dazu kam, dass Gera sich dafür entschieden hat. Und Ausgangspunkt dafür war dieses Buch, was Sie da links sehen, was unsere Geschäftsführung vor einigen Jahren mit relativ viel Aufwand geschrieben hat, unsere Vision, wir verantworten Zukunft. Da drin steht aber auch etwas wie unsere Kultur, wie wollen wir unser Unternehmen gestalten, wie wollen wir miteinander umgehen, was für Verantwortlichkeiten gibt es bei uns. Und da steht zum Beispiel der schöne Satz da drin, bei Gera ist jede Führungskraft verantwortlich, die ihm anvertrauten Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Ich finde, das ist ein starker Satz. Und in der Zeit hat sich dann auch ein Lean-Club, haben wir genannt, ein paar Bereichsleiter zusammengesetzt, überlegt, wie gehen wir mit dem Thema Verbesserung weiter um, wie gehen wir damit um, auch diese Geschichte umzusetzen. Und hat sich bei der Suche Leitlinien gegeben. Und eine Leitlinie hieß, Mitarbeiter entwickeln die Veränderungen, treiben sie voran. Und die Führungskräfte vermitteln den Mitarbeitern den Sinn von Veränderungen und entwickeln deren Fähigkeiten. So, ich glaube, wenn man mit den beiden Sätzen losgeht und überlegt, wie können wir das machen, dann ist die Antwort klar, so können wir das machen. Mit der Kata, mit einem Führungskräfteentwicklungsprogramm, aufging in der Personalentwicklung. Also es gibt bei uns keine weitere Lean-Kompetenz, keine Stabsstelle, sondern Kolleginnen und mich, die das tun. Ganz kurz Ablauf der Ereignisse, das ist auch mal zumindest gesehen haben. Wir haben wie die meisten Unternehmen in den fertigungsnahen Bereichen angefangen, 2012. Damals war auch unser Fokus stark auf der Verbesserungsroutine, auf den Projekten, wie geht das? Irgendwann hat das gewechselt. Wir haben gemerkt, wir müssen uns viel mehr um das Thema Coaching-Kompetenz kümmern. Seit Anfang dieses Jahres ist unser Fokus, hat sich da nochmal stark verändert in dieser Richtung, zu sagen, wir müssen uns noch mehr um das Thema Ausrichtung kümmern, weg von der Verschwendungssafari, wie wir es bei uns so ein bisschen nennen, rumgehen, gucken, wo können wir was tun, wo können wir ein Projekt machen, hin zu tatsächlich zielgerichteten
tun und den weiteren stabilisieren. Dabei haben wir gemerkt, wir arbeiten eigentlich immer an zwei Themen gleichzeitig. Wir haben immer zwei Arten von Zielen. Das sind einmal die Prozessziele, Wertstrom, kennen Sie alle. Aber wir haben auch Entwicklungsziele für unsere Leute. Und das kann ich einmal numerisch machen, wie viel Zeit wird eingesetzt. Aber wir haben uns auch sehr intensiv damit beschäftigt, woran sehe ich, ob ein Verbesserer gut funktioniert. Und haben ein Zielbild für unsere Verbesserer, haben auch eins für die Coaches. Hier mal das für die Verbesserer. Da steht dann sowas drin wie erfasst während der Prozessbeobachtung sämtliche relevanten Daten und so. Wir haben ein paar Mal schon die Frageroutine heute gehört. Und stellen Sie die Frage, wie ist der Ist-Zustand des Prozesses mal mit dem Fokus, wie gut beschreibt er ihn mir, hat er ihn wirklich selber verstanden? Nicht mit dem Fokus, ich will ihn verstehen, sondern mit der Frage, hat er ihn verstanden? Mit diesem Zielbild arbeiten unsere Coaches. Und durch das Erreichen der Entwicklungsziele, klar, was passiert? Die Kompetenz der Leute steigt und es werden immer anspruchsvollere Ziele möglich. Und das ist auch notwendig, weil ich glaube, sonst stirbt das. Wenn man sich da nicht weiterentwickelt, hat man irgendwann nämlich die ersten Projekte mal durch. Und es entsteht immer mehr der Bedarf, zu sagen, ich kann irgendwann einen einzelnen Arbeitstisch nicht mehr optimieren, ohne nicht die ganze Logistikkette zu optimieren. Also wir haben jetzt ein paar Verbesserer, die machen jetzt Druck auf ihre Coaches, wir wollen jetzt mal mit dem Nebenbereich zusammenarbeiten, durch die gestiegene Kompetenz. Ja, schwierig war es allerdings, unsere Coaches dahin zu bringen, das zu sehen. Im Training funktioniert das immer noch ganz gut, solange ich schön daneben stehe als Heckencoach. Im Alltag diesen Blick zu halten, also Ingenieure dazu zu bringen, der Prozess ist mir eigentlich egal, ich will nur wissen, ob du ihn verstanden hast. Das ist schon nach wie vor eine Herausforderung. Deswegen der Fokus da im Moment auch nochmal auf der weiteren Betreuung. Da übernehme ich nochmal. Das ist ein schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, Marco. Letzten Endes, diese beiden Hürden tauchen eigentlich in jedem Projekt auf. Es ist immer so eine Insel, sowohl von den Personen, wie aber auch von den Prozessen, die man sich daraus gewählt hat. Und wenn man das nicht miteinander verbindet an der Stelle, habe ich immer wieder die Probleme dabei. Ein paar typische habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Und zwar letzten Endes, je weiter man in der Organisation ausweitet, kommt man immer wieder an das Problem, die Leute oder die oberen Führungskräfte tun sich enorm schwer damit, vernünftige Ziele zu definieren. Die sind mal zu groß, dann sind sie zu klein, dann sind sie von mir aus ganz losgelöst von den Themen, wo man eigentlich dran arbeiten müsste. Oder letzten Endes, dass jeder irgendwo schreit, hey, ich würde es ja total gerne machen, aber wie kriege ich das hin? Alles on top, das kriegen wir nicht, das können wir nicht alles unter einen Hut bringen. Einzelne Personen sind total aktiv oder auch Bereichsleiter, die treiben das Thema, weil sie merken, da ist einfach was dahinter, die anderen sagen, ist gut, aber ich muss mich um die richtigen Sachen im Leben kümmern und bei denen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Letzten Endes alles Hürden auf dem Weg und man kann vorher gar nicht sagen, was tritt bei wem auf zuerst, wo müssen wir rangehen, wie sollten wir vorgehen. Das ist einfach von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich. Eine verbindende Komponente dabei für die Ausweitung oder auch die Geschwindigkeit der Ausweitung ist natürlich, wie viele qualifizierte, interne, gute Trainer habe ich dabei, die das Thema inhaltlich auch in die Tiefe treiben können. Und wenn man das einfach mal verbindet an der Stelle, finde ich es schön, dass wir heute auch sehen, dass die Kata immer mehr ein Personalentwicklungsinstrument gesehen wird. Ja, das heißt wirklich, es geht nicht mehr nur um Prozesse, es geht auch um die Personen dahinter. Das ist schon mal ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt. Damit wir aber an den Punkt kommen, dass es wirklich alles zusammenpasst, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr die Brille der Organisationsentwicklung einnehmen. Und dafür möchte ich im ersten Schritt auf das Thema Ausrichtung nochmal eingehen. Wir haben heute viel über wertstromorientierte Zielentfaltung, über die X-Matrix und so weiter gehört. Letzten Endes sind es Elemente, um die Ausrichtung vom Unternehmen alles zusammen in einen Guss zu bringen. Und wenn wir einfach mal schauen, sowohl der langfristige Atem, wie aber auch die Überführung in konkrete Jahresziele und die Verbindung mit den Wertströmen sind total entscheidend, damit das nachher wirklich zu einem Projekt wird, wo alle darauf hinarbeiten und damit es nicht zu diesem Mehraufwand an der Stelle wird. Und dann am Ende natürlich auch die einheitliche Planung von den Verbesserungsaktivitäten, was über Workshops, was über die Kata bearbeitet wird und vor allem in welcher Reihenfolge auch. Der zweite Punkt, schauen wir uns das Verbesserungsmanagementsystem an. Einen langfristigen Atem, wir haben es heute schon gehört, kriegen wir nur hin, wenn wir totale Unterstützung vom oberen Management haben. Das heißt, wenn wir die Coaching-Kaskade an der Stelle nicht scharf geschaltet haben, wird das extrem schwer. Wir kriegen schnell in 15 Minuten Informationen über alle Verbesserungsprojekte. Perfekt, besser geht es doch nicht, wenn der Werksleiter seinen Bereichsleiter coacht. Das ist eine Facette, genauso mit dem Aktivitätslevel. Wenn wir möchten, dass wir pro Woche oder pro Tag eine Stunde investieren, sollten wir das irgendwie auch transparent machen und vielleicht in Shopfloor-Management integrieren. Ne? Oder wenn wir beim Shopfloor-Management sind, wir sind hingegangen und haben die Regelkommunikationskaskaden aufeinander abgestimmt und haben die
die Zeitfenster letzten Endes uns angeschaut und gesagt, wie kriegen wir es hin, von unten bis nach oben einen durchgängigen Informationsfluss und die Zeiten zu haben. Hier muss ich natürlich auch irgendwie schauen, wie wir da die Coachings oder auch die Verbesserungsaktivitäten integrieren. Ja, Marco, du hast gerade eben gesagt, das Zielbild vom Ist-Zustand hast du genannt. Wenn wir bei diesen Fähigkeiten sind, sind wir natürlich recht eng bei organisatorischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Stellenbeschreibungen. Natürlich ist es jetzt so, dass ich über die Coachings, über die Frequenz und die Qualität sehr viel zum Leben aktivieren kann. Aber gerade wenn ich weiter in die Organisation reingehe, in Bereiche, wo ich vielleicht nicht die Motivation anfangs habe, und nicht diese Überzeugung da ist, ist es total wichtig, trotzdem einen Türöffner zu haben. Sehen wir zum Beispiel, dass das Ganze, die Fähigkeiten mit der Verbesserungs- oder Coaching-Karte in die Stellenbeschreibung kommt, in die Feedback-Strukturen oder auch ins Entlohnungssystem letzten Endes überführt werden. Das ist ein relativ leichter Schritt, wenn man die anderen Sachen erstmal hat. Und ich möchte gerne morgens zur Arbeit kommen. Und ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich auch darauf freuen, morgens zur Arbeit zu kommen. Und letzten Endes sind das zwei wesentliche Punkte. Einmal, ich will mich mit dem Unternehmen identifizieren und auf der anderen Seite möchte ich ein Miteinander haben, was respektvoll und was Anerkennung fördert. Wenn der eine enorm viel Zeit in seine Coachings investiert, da aber keine Anerkennung für bekommt, ist ein Konflikt doch vorprogrammiert. Ne? Das ist so, wir merken, wir kommen immer weiter irgendwo von diesen harten Themen an der Stelle weg. Ich möchte Ihnen auch nur einen Überblick oder vielleicht eine Klammerhalter bilden. Letzten Endes Sachen wie Führungsprinzipien oder auch die Verbesserungsprinzipien, die wir aus dem Lean-Kontext kommen, sind hier letzten Endes unmittelbar mit verbunden. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das Haus, das wir von Toyota kennen, hier auf einmal wieder reinkommt, nämlich das Ganze nicht isoliert zu sehen, sondern als ganzheitliches Gebäude. Wir sehen die Ausrichtung oben, wir sehen die Verbesserung und die Führungsaktivitäten als die beiden Säulen außen, in der Mitte das Verbesserungsmanagementsystem, was letzten Endes auf den beiden Pfeilern unten drauf beruht. Und deswegen ist es natürlich eine Reise und das ist etwas, was wir nicht innerhalb von 2-3 Jahren hinbekommen, aber es hilft uns vielleicht, die Sachen ein bisschen, die Enden ein bisschen zusammenzufassen. Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden und das zieht sich für mich heute auch ein bisschen durch den Tag, zu sagen, die Kata ist ein bisschen das Betriebssystem auf dem Computer, aber ich brauche verschiedene Programme, ich kann das nicht alleine, das funktioniert nicht alleine, es muss eingebettet sein in eine Reihe von Dingen. Ich möchte Ihnen einfach nur mal im Schnelldurchlauf zeigen, was für uns dazugehört, was alles die Einzelprogramme sind, die auf dem Computer laufen, damit sie Spaß machen, auf diesem Betriebssystem. Angefangen mit unserer Kultur, unserer Vision, habe ich eben darüber gesprochen. In der Folge haben wir unser Beurteilungssystem auch darauf abgestimmt. Also da steht der Punkt, den ich eben genannt habe, die ihm anvertrauten Mitarbeiter erfolgreich zu machen, ist bei uns Bestandteil der Führungskräftebeurteilung. Jede Regel, die da drin steht. Und dann haben wir angefangen mit den Verbesserungsprojekten. So sieht bei uns eine Verbesserungswand aus. Im Anschluss, hatte ich eben schon auf dem Zeitstrahl gesagt, wechselte der Fokus stärker zum Coaching, uns intensiver damit zu beschäftigen. Dann haben wir irgendwann gemerkt, wir haben viele Projekte gemacht, viele Prozesse und irgendwie wird es immer schwerer, die Ergebnisse zu halten. Also haben wir ein Shopfloor-Management eingeführt, um das Niveau halten zu können, um die Prozesse immer wieder auch zu monitoren. War für uns eine Konsequenz aus der Kata. Ich glaube, die meisten haben das andersrum. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass es da richtig und falsch gibt. Für uns war es so richtig. Und aktuell das Thema Zielzustand Mitte 2018, da werden wir unseren Neubau hoffentlich fertig haben und wir wissen, bis dahin kommen wollen mit unseren Prozessen. Das waren so die Kernthemen der letzten Jahre. Und wenn ich jetzt nochmal das Haus dazu nehme, dann stellt man schon fest, ich war selbst ein bisschen überrascht, als er mir das geschickt hat, zu sagen, ja, das kann ich schon zuordnen, das passt zueinander. Dabei mag ich diese Darstellung überhaupt nicht. Ich finde, die suggeriert nämlich was glaube ich nicht stimmt, für mich jedenfalls nicht. Nämlich, dass man das von unten nach oben aufbaut. Das ist ja nicht so. Wir hatten vorher auch schon Beurteilungssysteme und wir haben vorher auch schon Projekte gemacht. Ja, deswegen ziehe ich eigentlich dieses Bild deutlich vor, zu sagen, das sind alles Elemente auf diesem Tablett und irgendwie muss man immer mal eins bewegen, weiter nach außen bringen und schon stellt man fest, okay, die ganze Platte fängt an, sich zu bewegen. Dann haben wir irgendwann mit Verbesserungen angefangen. Vielleicht müssten wir jetzt mal wieder über unser Beurteilungssystem nachdenken, weil die Verbesserung ist da vielleicht noch nicht so drin implementiert, wie wir es bräuchten. Ja, Sie sehen auf dem Brett, ab und zu fällt auch mal was runter. Und ich denke, zum Abschluss erzähle ich Ihnen mal noch drei, damit Sie auch was Konkretes haben, so drei Fälle, wo bei uns mal was runtergefallen ist, so kleine Ideen. Vielleicht lassen Sie die stehen, schmeißen dann andere runter.
Erzeugen Sie keine Geisterfahrer. Das war so unser Versuch, zu sagen, wir bilden mal einen aus in einem neuen Bereich, dann kann er ja schon mal ein bisschen gucken, die haben ja alle schon mal gehört und dann entwickelt sich da was. Der fühlt sich genau so, das funktioniert. Also bei uns hat es irgendwie genau gar nicht funktioniert. Das geht 3 Wochen, macht er weiter und dann ist das vorbei. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, hat, glaube ich, Tuchel jetzt vor 2 Wochen gesagt. Ne? Hat mir sofort gut gefallen. So, Bayern-Fans hier. Die Menschen brauchen Zeit und es gibt auch immer diese Top-Down-Bottom-Up-Geschichte. Ich glaube, beides ist nötig. Top-Down muss seine Aufgaben machen, geben den Menschen aber Bottom-Up auch die Zeit, kleine Projekte zu machen, zu üben, sodass es schon Spaß macht, es sich aber auch entwickeln kann. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Bei mir hat es durchaus auch 3-4 Monate gedauert, bis ich angefangen habe, das Thema ernst zu nehmen, als ich damals in die Ausbildung kam. Das war nicht der leichteste Fall, glaube ich. Und denken Sie mal über das Thema neue Kollegen nach. Das hat 2 Aspekte. Wir haben das an ein paar Stellen zu spät gemacht. Das ist ein Treiber aus einer Abteilung rausgegangen. Es kommt ein neuer rein. Das war eine sehr schwere Situation auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für den Neuen, auf den auf einmal eine riesen Erwartung lag. Und dann gilt wieder Regel 2. Ne? Auch bei dem wächst das Gras halt. So, der muss halt auch eine Chance haben, wieder reinzukommen. So. In diesem Sinne, ich glaube, den ganz einfachen einen Weg gibt es nicht, da müssen Sie schon selber gucken. Vielleicht gab es ein paar Anregungen. Ich kann nur eins sagen, halten Sie die Balance, haben Sie eine gute Heimfahrt und ein schönes Wochenende und bleiben Sie neugierig. Dankeschön. Applaus